Spiegeln Sie P297 an der Geraden g, Vektor x ist gleich 1, 5, minus 1 plus t, 0, 2, minus 1. So, in diesem Falle müssen Sie als erstes den Lotfußpunkt des Punktes auf der Geraden berechnen. Und das machen wir über eine Hilfsebene. Und die Hilfsebene, die ist orthogonal zur Geraden g und g durch p. Und das, die nennen wir auch Lotebene L. So, die liegt dann irgendwie so hier drin. So, geht das dann hier raus. So, und das heißt, das L ist orthogonal zu dieser Geraden und geht durch diesen Punkt. Das ist also x minus 297 multipliziert mit 2 minus 1 gleich 0. Oder 0x1 plus 2x2 minus x3 gleich, und dann setzen wir hier den 297 ein. Und dann erhalten wir 18 weniger 7 gleich 11. So ist unsere Lotebene. Und die Lotebene, die schneiden wir jetzt mit der Geraden. Die Lotebene, dazu setzen wir die Gerade komponentenweise in die Ebene ein. Das x1 ist also 1. Das x2 ist 5 plus 2t. Und das x3, das ist minus 1 minus t. Das setze ich hier ein und dann erhalte ich 0x1 plus 2 mal 5 plus 2t minus minus 1 minus t gleich 11. Und das löse ich dann nach t auf. Zunächst ausmultipliziert erhalten wir 10 plus 4t plus 1 plus t gleich 11. So, und dann fällt das alles gegenseitig weg und es kommt raus 5t gleich 0, also t gleich 0. Und das bedeutet, dass unser Lotfußpunkt gleichzeitig der Aufpunkt der Geraden ist. Also daraus folgt, dass L gleich dem Aufpunkt ist. Also L ist dann 1, 5, minus 1. So, das ist der Lotfußpunkt. Und den Lotfußpunkt brauchen wir, um an der Geraden zu spiegeln. Die Formel lautet P' gleich 2 mal L minus P. So, das ist also dann 2 mal 1, 5 minus 1 minus P. Und der P ist 2, 9, 7. Und das ergibt dann 2 minus 2, also 0. 10 minus 9, 1. Minus 2 minus 7. Minus 2 minus 7 gleich minus 9. Das ist also P'.